Der folgende Comic-Talk-Clip wird präsentiert von Comic-Szene, dem Fachmagazin für Comic. Ein wahrhaft großes Sportereignis mit Folgen. Als der tollkühne Tom Gurney den extraterrestrischen Tintenfisch besiegte, kamen 43 Babys auf die Welt, deren Mütter zuvor gar nicht schwanger gewesen waren. 7 davon spürt der weltberühmte Wissenschaftler Sir Reginald Hargreaves auf, nummeriert, benennt und adoptiert sie. Sie entwickeln ungewöhnliche Superkräfte wie Nummer 00.03, das Mädchen Rumor, deren Lügen sofort die Realität verändern. In Band 1 der Umbrella Academy Weltuntergangssuite läuft der Eiffelturm Amok. In Band 2, Dallas, widmet sich die mittlerweile erwachsene Superheldenfamilie der Aufklärung des Mordes an John F. Kennedy. Dies alles schräg zu nennen, wäre maßlos untertrieben. Gerard Way, Sänger und Gründer der mittlerweile aufgelösten Band My Chemical Romance und nun Solomusiker und Comicautor, hat songgetreu Somebody Put Something in My Drink viel in den Mixer geworfen, um ein sehr spezielles Rauschmittel zu kreieren. Gabriel Ba, brasilianischer Gestalter von unter anderem Casanova und Daytripper, gibt hier, unterstützt vom Hellboy-Koloristen Dave Stewart, seiner Liebe zu Mike Mignolas Stil nach. Die Umbrella Academy ist eckig, kantig, grob und damit alles andere als Weichzeichnerei, bleibt aber dennoch im Kern ein echter Ba. Die mit dem Eisner Award ausgezeichneten Bände werden nun passend zum Serienstart bei Netflix im größeren Format neu aufgelegt. Ein dritter Band ist für den Herbst angekündigt. Wer will, wer hat noch nicht? Vielleicht war gerade erst. Dann musst du in den sauren Apfel beißen. Ja. Also was heißt saurer Apfel? Wahrscheinlich seid ihr wieder alle völlig aus dem Häuschen. Nein. Und ich könnte in hohem Strahl kotzen, sorry. Also ich fange einfach mal an, weil ich generell zu Superhelden jetzt nicht so viel zu sagen habe. Ich kann jetzt nicht so viel einfach gleich sagen, weil ich die Superhelden nicht so oft lese. Diese Welten sind mir einfach ein bisschen zu fremd oder ich kann jetzt deren Leiden nicht nachvollziehen, weil es immer wieder irgendeine Superkraft ist, die andere Kraft auf besser ist als die, was man vorher aber jetzt nicht wusste. Und dann sind die Mächteverhältnisse nicht, ist ja auch egal. Jedenfalls deiner Kram Tischtennis, das ist überschaubar. Ja, wenn der halt Kleine gegen den halt Großen spielt oder das coole Mädchen auf den Supernerd trifft, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie das Mächteverhältnis aussieht. Hier kommt dann plötzlich noch wie bei Flash Gordon, irgendeine Superatom-Anti-Magnetostrahlen-Waffe, von der man vorher gar nichts wusste, dass es sie gibt und so. Ich hasse es auch. Ja, jedenfalls, den Science-Stil finde ich sehr geil, also was auch gerade noch erwähnt wurde, so ein bisschen Mike Mignola-mäßig. Du hast das vorhin so super schön treffend, wir haben vorhin in dem Atelier von Ferdinand Lutz noch über Comics gesprochen, wie wir es so machen, und du hattest, Sarah meinte noch, als wenn man versuchen würde, die, Sarah, wer hast du das nochmal gesagt, hier, Mensch, die Roy Tenbaums, genau. Watchmen meets, ich kenne Watchmen, doch, Watchmen habe ich sogar gelesen, habe ich mich auch durchgekämpft, weil alle gesagt haben, super, super, muss man gelesen haben. Ich verstehe nicht, also ich verstehe, dass die Superhelden mal so ein bisschen krank und ein bisschen kaputt sein sollen, aber warum oder was eigentlich ihr Problem ist, oder die beschweren sich immer, dass keiner miteinander redet, aber versuchen es auch überhaupt gar nicht, miteinander zu reden. Also Watchmen hat mir auch Volker Robran empfohlen. Ich kann und er hat mir das sagen. Überrascht, weil er hat mir wirklich geliehen. Ich wusste gar nicht, dass man Comics verleihen kann. Also dass solche erwiesenen Fans Comics verleihen. Ich hatte die Ehre, hab das gelesen. Den Film fand ich kacke, aber das Comic fand ich auch sensationell. Watchmen kennst du auch. Ich fand beides aber auch super. Ich fand beides auch super, gut. Ne? Ja, Film ging dann auch. Film habe ich auch gesehen. Obwohl er gut war. Film habe ich gesehen auch. Gut, also bist du ein alter Superhelden-Fan? Ja. Ja, gewesen. Ich liebe Superhelden sehr. Und in dem Fall sogar auch Superman. Und genau. Nicht der dunkle Ritter. Genau. Ich mochte auch Green Lantern zum Beispiel immer oder so. Ich finde Superhelden total interessant, weil mich das
weil ich das immer spannend finde, wenn die das schaffen, aus solchen Figuren irgendwie andere Geschichten zu erzählen. Bei Superman habe ich immer das Beispiel, wobei viele sagen, naja, das ist gerade das Negativbeispiel. Ich fand das ein extremes Positivbeispiel. Es gab vor ein paar Jahren eine Storyline bei Superman, wo er so frustriert war, dass er nicht allen Menschen gleichzeitig helfen kann, weil er war irgendwie im All und hat einen Kometen aufgehalten und kommt auf die Erde zurück und Leute feiern ihn und aus der Menge tritt eine Frau und die sagt, ja, aber wenn du da oben warst, ist mein Mann gestorben. Und das stürzt Superman in so eine elementare Krise, ja, dass er sagt, ja, und dass er sagt, ich laufe jetzt durch Amerika. Und dann geht so. Er durch die Straßen und dann guckt er, sitzt einer auf der Veranda und der sieht den und macht kurz den Superblick und sagt, lass mal dein Herz checken und geht so weiter und so. Die fand ich Hammer, die Story. Glaube ich. Die fanden alle mega kitschig und ätzend, aber ich fand das super. Glaube ich sofort. So, weil ich das interessant finde, was kann man aus superen Leuten für interessante Geschichten rausholen. Jetzt ist es bei der Umbrella Academy, als ich die gelesen habe, so gewesen, dass da sehr viele klassische Superhelden-Zutaten dabei sind. Also so, die Familie, die sind ja alle Kinder sozusagen, die vom gleichen Mann großgezogen wurden. Dann sind sie in so einer, eben in dieser Academy, was ja dieses X-Men-Feeling irgendwie so ein bisschen bedient und so. Aber ich konnte auch so richtig irgendwie nichts mit denen anfangen, weil diese weirden Ideen, also zum Beispiel, ich fand die Idee, dass der Eiffelturm Amok läuft, wahnsinnig gut. Aber da wird total wenig mitgemacht. Ja. Und das ist so schade, weil ich hätte wirklich gern gesehen, wie der durch die ganze Stadt läuft und Leute so aufspießt, ja, mit seiner Spitze und so. Ja. Das hätte ich super gefunden, aber das passiert da alles nicht. Und stattdessen haben die da irgendwie so Konflikte. Aus den Konflikten entsteht ein toller Antagonist. Also das eine Mädchen, na klar, bei 7 besonderen Kindern, von denen 6 Superkräfte haben, muss halt eine dabei sein, die dann keiner hat. Die wird dann, die kann besonders gut Geige spielen und wird dann zu einer bösen Geigespielerin, was ich im Prinzip gut fand, was mir ganz gut gefallen hat. Aber es ist irgendwie alles so ein bisschen, also ich finde es fast ein bisschen seelenlos. Es ist so Jungs-Comic, es ist so dieses, man hat so dieses Deadpool-Kick-Ass-Feeling, also dieses so, komm, lass mal möglichst viel rumsplättern und lass mal möglichst viele Figuren irgendwie blutrünstig sterben. Hohoho, geil, ich hab den in der Mitte zerhackt und so. Das ist so bedingt unterhaltsam, das hätte ich mit 16 super geil gefunden und mega unterhaltsam, aber jetzt kickt mich das nicht mehr so richtig. Entschuldigung, ich habe einen sehr langen Monolog. Nein, ich danke dir dafür sehr. Vielleicht kann die Kamera das mal kurz einfangen. Ich will nur mal sagen, am Anfang der Kapitel ist es ja links immer realistisch gemalt, die Protagonisten. Und dann geht dieser Stil weiter. Das sind ja quasi so die Cover, ne? Dann Cover. Aber wenn, ich sag mal so, wenn dieses ganze Comic in diesem Stil durchgemalt worden wäre, hätte ich vielleicht eine Chance gehabt, mich mit den Protagonisten anzufreunden. Dadurch, dass es, wie soll ich mich ausdrücken, abstrakt kubistischer Stil, die mit ihren dreieckigen Cartoon Gesichtern, ich wusste nie, wer war. Ich habe, also hatte ich bei Berlin ja auch, aber aus anderen Gründen, die Farben finde ich Hammer, ich finde auch die Panel Hammer, aber, ja, aber ich habe den ersten Band gelesen und dachte, mache ich ganz selten für den Comic Talk, den zweiten wirklich nur noch durchgeblättert. Ich hatte 0,0 Interesse daran. Nicht eine Sekunde dachte ich ja, geiler Shit. Ich habe beim Lesen gemerkt, man muss sich auch gar nicht auf die Story konzentrieren. Also es ist gar nicht so, wenn man das einfach so liest und einfach weiterliest, man hat das ja oft, dass man so einen Comic oder eine Geschichte, auch bei einem Buch, was auch immer, dass man das liest und denkt wie so, nee, warte, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Dann blättert man nochmal zurück und dann liest man nochmal genau und versucht, hier habe ich gedacht, ach, lies weiter. Ganz genau. Auch wenn ich mittendrin gedacht habe, was, egal, lies weiter. Ich habe einfach weitergelesen. Aber genau, weil irgendwann hat sich dann doch wieder irgendwie so halbwegs ergeben, was da gerade passiert ist. Aber genau so. Wie ich, wenn ich dann in anderen Comics, wo du gepackt bist, dann, was war da nochmal? Never. So, Volker, ich bin gespannt. Ja, ich kann das nachvollziehen, dass du den zweiten nicht mehr lesen wolltest. Mir ging es damals genauso, das ist ja schon vor 10 Jahren erschienen, die ersten beiden Bände, das erste Mal. Und jetzt wegen der Netflix-Serie neu rausgekommen. Ich habe das damals angefangen zu lesen und auch mittendrin aufgehört, das wusste ich noch. Hat mir nicht gefallen. Jetzt habe ich es nochmal neu gelesen und dachte, vielleicht habe ich ja doch was verpasst, aber nee. Der Zeichenstil, der für sich genommen vielleicht nicht schlecht ist, ich finde, er passt nicht zu dieser Geschichte. Ich finde, er passt nicht zu dieser
Story, die da erzählt wird. Da hätte mir ein etwas realistischerer Stil doch besser gefallen. Aber wie einig wir uns heute Abend ja, sind. Und dann denke ich zum Beispiel an Black Hammer, den wir hier letztes Jahr schon besprochen haben. Das war auch eine Superheldenfamilie, die notgedrungen zusammen miteinander auskommen muss und so ein bisschen schräge Charaktere sind. Das fand ich in allen Belangen viel, viel stärker. Okay. Absolut. Black Hammer ist jetzt später erschienen, das ist älter, aber trotzdem kann man es ja vergleichen. Und da, sagen wir, stinkt tatsächlich Umbrella Academy gegen ab. Die Charaktere werden trotz der Kapitel, die wir jetzt haben, für mich auch nicht wirklich entwickelt. Es gibt immer noch welche, von denen ich eigentlich gar nichts weiß, was Nummer 2 oder vor allen Dingen Nummer 3 jetzt nicht tatsächlich nur, dass sie so Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 7 sind. Die sehen auch alle gleich aus. Na, also der andere ist ein Riesen. Also, naja, das kann man nicht so ganz. Ich war raus. Ja. Marvel. Ich habe es von allen, also ich habe wenig bisher gelesen, aber von allen, die ich bisher gelesen habe, fand ich die noch mit am unterhaltsamsten für mich, auch wenn ich wirklich, mir ging so ähnlich wie Nils, dass ich zwischendurch immer mal wieder ausgestiegen bin und wirklich aber Angst hatte, den Faden zu verlieren und dann nochmal zurück geblättert habe. Du hast das gemacht, wie wir, oh, komm, ja, scheiße, ja, weil ich aber Angst habe, dass mir vielleicht irgendwas Wichtiges entgeht und dass ich dann das ganze Buch hier, also ich dann lieber nochmal 5 Seiten rückwärts, als jetzt sich durch 2 Bände durchkämpfen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Job ernst genommen, ich habe alle Bücher von vorne bis hinten durchgelesen. Applaus für Marvin, meine Damen und Herren. Was ich also sagen wollte, unterhaltsamer bisher als alle anderen Superhelden-Comics, die wenig untergekommen sind, aber jetzt privat würde ich mir wahrscheinlich den 3. Band jetzt nicht holen. Das war's auch schon. Ich wollte mal fragen, hat irgendjemand von euch von der Netflix-Serie was gesehen? Ich wollte es immer gucken, habe es jetzt extra noch nicht geguckt. Ja, die kommt ja auch total gut an. Ich habe zumindest die ersten Folgen gesehen. Und ich sag's tatsächlich, obwohl das Original ist, die Serie ist besser. Okay. Die hat natürlich auch mehr Zeit. Die hat jetzt ein Dutzend Folgen. Die Charaktere werden viel weiter ausgeführt. Die ist optisch gut gemacht. Die hat einen tollen Soundtrack, den ganz viele Leute lieben. Hier gibt es ja ganz, ganz viele Pop-Musik-Anspielungen und so. Ja, die gefällt mir, also ich habe die ersten 4 Folgen gesehen, die gefällt mir richtig gut. Jetzt sehen ich ja noch, die da auch so noch eckig aus? Gesehen. Die sehen da nicht so eckig aus, aber natürlich auch mit Spezialeffekten etwas verfremdet. Die Nummer 1 ist da auch so groß, übermenschlich groß. Das gibt es ja tatsächlich sehr selten, aber das gibt es. In der Regel sind ja immer die Bücher besser als die Filme. Ich muss immer wieder an dieser Stelle von der unendlichen Geschichte sprechen. Ich bin ja so ein riesen Michael-Ende-Fan. Und dann kommt da diese Kacke und Bastian Buchs ist irgendwie ein schlanker Amerikaner. Egal. Bei mir gibt es nur ein Beispiel im Leben, wo ich den Film besser fand als das Buch. Und das ist Misery mit Kathy Bates, ganz ehrlich. Aber ganz selten, also ganz, ganz selten. Deswegen ist das ja erstmal eine gute Nachricht. Es gibt eine Serie, die kann was. Finde ich tatsächlich besser. Absolut. Also die Grundpfeiler sind ja eigentlich auch okay, die da drin sind. Ja. Das ist ja alles, verspricht ja, also es hat Potenzial, interessant zu sein. Aber die Frage ist doch wirklich, weil du das eben sagtest, X-Men haben wir doch jetzt schon gehabt, die Kiddies. Ja, gut. Ja, was denn? Fliegende Männer haben wir auch schon gehabt. Trotzdem gibt es immer wieder neue. Also es gibt halt diese paar Grundrezepte, die dann irgendwie immer wieder so neu zusammengemischt werden. So. Aber, das wäre jetzt wahrscheinlich wieder die Stelle, an der Thorsten Sträter sagen würde, aber es gibt nur einen Batman. Ja, zum Glück. Ja, also ich kann jetzt auch gar nicht viel weiter euch fragen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für die Aufmerksamkeit unseres tollen Publikums heute Abend. Ich bedanke mich dafür, dass ihr wirklich gelesen habt. Aufmerksam, toll. Lieber Volker, danke für dein Wissen. Danke für eure Emotionalität. Dir selbstverständlich viel Erfolg. Dich kurz gefragt, was machst du alles zurzeit? Vor allem tolle Podcasts. Also das ist das, was ich im Moment am meisten mache. So, Überschrift ist da? Naja, so Quatsch wie Gästeliste Geisterbahn oder Filme wie bei Wiedersehen macht Freude. Sehr hörenswert. Ja, sehr schön. Also die Empfehlung jetzt, Podcast-Empfehlung des Abends, Comic-Empfehlung haben wir euch gegeben. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind und ihr sowieso immer. Dankeschön und tschüss. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.